Hallo Freunde, ich habe die Realbank aus meinem Depot rausgeschmissen, da Investoren mindestens 60% der Realbank übernehmen wollten. Und wenn sie es schaffen, wird die Dividende gestrichen. Da ich aber Dividendeninvestor bin, kann ich mit der Realbank ohne Dividende leider nichts anfangen. Mit den Erlösen aus dem Verkauf habe ich dann die Deutsche Pfandbriefbank gekauft, damit ich weiterhin eine gleich hohe Dividende erhalte. Und die Covestro dazu. Danke fürs Zusehen und viel Spaß mit der nächsten Folge. Ciao.